Das heißt, Overwatch. Du könntest da rein, will ich aber gar nicht unbedingt. Kannst du irgendwo anders hin aufrücken? Nichts, was wirklich viel näher ist. Nö, die bleiben jetzt alle so wie sie sind. Ja, da oben klingt gut. Das wiederum klang jetzt nicht gut. Das klang nämlich so, als wenn der Mini-Muton-Trupp, der eben gerade noch hier angezeigt wurde, das Geräusch, dass der reingegangen wäre. Man hört nämlich dieses Tonk-Tonk, wenn sie auftreten auf dem Metall. Du rück nicht zum nächsten Baum vor, das ist schade. Sprint mal dahin? Nein. Keine Aufdeckung. Ja komm, Sprint. Ja, die werden reingegangen sein. Schade, schade. Du sprint dann auch mal zu dem Baum, aber auf die andere Seite. Das heißt, der Trupp hier kann jetzt doch wieder vorrücken. So, dann dringen die ins UFO vor. Und wenn sie irgendwas aufscheuchten, dann kommt der Trupp von der Seite rein und zerhackstückelt die. Du müsstest jetzt dahin gehen, damit du hier reinschießen kannst. Du rückst ebenfalls mal hier an die Mauer, damit du nächste Runde da irgendwo in Deckung gehen kannst. Du gehörst mit zu denen, die hier rein wollen. Ich glaube, es ist wirklich nur die ungefähre Richtung. Das heißt, es heißt nicht, nur weil der Strich ganz lang gezogen ist, dass es wirklich da hinten ist. Vielleicht ist es auch einfach direkt hier hinter der Mauer schon. Nix. Das heißt, da bei der Tür positionieren wäre super. Theoretisch. Praktisch kriege ich gleich eventuell einen auf den Deckel. Weil die sind aufgelegt, die können also schon schießen. Ja, hier geht's noch weiter. Ich guck mal. Nur für den Fall, dass die Mutter und Sonne nicht da reingelaufen sind, sondern hier weiter in den Wald rein. Da guckst du nach. Du gehst derweil hier hin, in Overwatch, falls sie rauskommen. Und du mit deinen. So, die drei sind fertig. Hier sind alle schon außer dir vorgegangen. Du stellst dich mal männlich hier hin und gehst in Overwatch? Nee, stirbst du. Geh da hin. So, halt. Oh, sag ich. So, du darfst nicht. Ja, dann halt da. Ja, die stehen genau hier drin. Die stehen nicht irgendwo außerhalb oder so. Das heißt, du stellst dich jetzt dahin. Wir stürmen nicht diese Runde, weil diese Runde kann ja nicht schießen. Du gehst mal da raus. Die sind alle noch viel zu weit weg, um nächste Runde wirklich mit eingreifen zu können. Oh. Nicht gut. Glück gehabt. Ja, das ist jetzt extrem nicht gut, weil die sind nämlich schon bei der Tür positioniert, können aber nichts machen. Du hast jetzt einen guten Schuss, weil der wird wahrscheinlich nicht reichen. Nee. Schreddermann kann hier nur in Overwatch gehen. Du. Wobei, du kannst so. Command-Fähigkeit auf. Du bist der Heavy, ne? Nee. Aber ich kann nicht tabben. Wer den kriegst. Wieso kann ich nicht tabben? Na gut, du kriegst auf jeden Fall die. Du kannst trotzdem nicht nehmen.
Du kannst jetzt. So, dann tötest du bitte. Der hat keine Deckung. Habe ich noch jemanden, der... Sniper trifft mich von hier. Auch von da nicht. Sniper ist gerade völlig sinnlos. Du sprint dahin. Ich hätte gerne einen, der den ohne Deckung tötet, damit der Char dann den mit Deckung von hinten nehmen kann. Granaten. Oh, Granaten klingen sehr toll. Geh doch mal... Könnte jetzt wehtun, Cher. Tut mir leid. Aber ich denke, so hast du einen besseren Winkel für die Granaten. Machst du mal so. Okay. Und du kannst jetzt den töten. Wird nur noch einer mit 2 HP und wir haben niemanden, den ich töten könnte. Oh, doch, warte. Wenn du... Nein. Nein, das wird von hier aus nicht gehen. Oder? Okay, Overwatch. Du könntest, wirst aber nicht. Ich schmeiß einfach jetzt mal die Rauchbombe hier runter. Da nichts viel schlägt. Oh, da ist noch ein zweiter. Ja, die Rauchbombe war eine gute Idee. Schöner Treffer. Du willst doch jetzt bestimmt abhauen, oder? Mutan? Warum hast du gerade so komische Geräusche gemacht? Das und, achso. Ja, du hattest ja keine Deckung. Da ist noch ein Mutan. Interessant. Aber sollte ich trotzdem alle nächste Runde aufmischen können. Oh. Ah, also bei jemand sehr rabiat drauf. So, du mach mal den weg. Okay, wenigstens getargetet. Du triffst immer noch nichts. Du schießt auf den, der sich hinter dich geschlichen hat. No. Da hätte ich jetzt ganz gerne noch einen, der auf den schießt. Oh, Panik. Ist nur ein Specialist, das ist ganz normal. Was? Warum macht ihr sowas? Du, den bitte weg. Okay. Dann reg dich bitte mal über deine Kollegen auf, die sofort Panik schieben hier. Du. Ihr seid die Elite der Welt. Oder so wurde mir zumindest gesagt, als ich euch für 40 Millionen das Stück aufgekauft habe. Du. Ja, kannst du einmal schießen, aber es könnte reichen. Jo. Es liegt zwar immer noch einer da drin. Der hat sich hier in der Ecke versteckt. Das heißt, du gehst jetzt bitte mal dahin in volle Deckung. Schmeiß da eine Granate. Nein, schmeiß da deine Deckung weg. Gut, geh dahin. Kannst du nicht um Dreiecken irgendwie. Nein. Sniper. Ich habe dem Sniper keine Laserpistole mitgegeben, was keine gute Idee war. Sonst könnte ich sie jetzt auch für den Overwatch nutzen. Nö, geh okay. Dahin und mach nichts Sinnvolles. Oh, hier vielleicht. Ja, geh mal dahin. Warum schießt du nicht? Warum? Okay. Sehr gut. Vorbei. Vorbei. Schön. Eine Mission, bei der wir Specialists dabei haben, die jetzt schön aufrufen können und keiner ist verloren gegangen. Und es sollte auch Schrott da sein zu verkaufen. Und allgemein auch gute andere Loot. An impressive effort. Sehr gut. I'm glad our troops were able to safely acquire more of the meld. So, du nimm bitte Repair. Ja. Du nimm bitte. Ja, Steadfast, damit sowas wie eben nicht passiert. Richtig. Und das war's. Continue. So, Leichen. Einigermaßen Ressourcen. Zeug zum Verkaufen. Continue.
Geh zum Schwarzmarkt. Da. Ich habe ziemlich viele von den Kernen. Ich frage mich, wofür wir die später brauchen. Vielleicht für die eigenen Mechs. Mal schauen. Davon hätte ich noch gerne zwei losgeworden. Davon auch. Bei denen war ich nicht sicher, ob ich sie brauche. Aber ich hätte jetzt ganz gerne Geld für... warte. Die lassen wir doch so. Ich hätte gerne mehr Geld für mehr Flugzeuge in Amerika. Und dann auch dementsprechend Laser Cannons für Amerika. Und wir brauchen bald auch Geld für die Gauss-Waffen. Ja, ist alles ganz schön teuer. So, müsste hier aber erstmal reichen. Das sagst du nach so einer Mission? Ernsthaft? Central? Okay. So, Hangar. 200 war ein neues Flugzeug, oder? Jetzt nur noch 150. Die kosten 30, sind doof. Aber ja, bestell trotzdem eins. So, raus, raus. Und wir haben jetzt immer noch das Zeitfenster für eine reguläre Abduction-Mission. Also Entführung. Für die Ratsmission und für eine Terrormission. Und wir haben jetzt kaum noch Soldaten, die zur Verfügung stehen. Ja, zwei Specialists, die Rookies und ein Bot. Klar, ich kann nicht mal aus dem Fatigue holen, aber das sorgt dann wieder für langfristigere bzw. mittelfristige Probleme. Das sind echt viele im Fatigue. Ja, okay, drück trotzdem die Daumen, dass wir jetzt mal ein bisschen Ruhe haben, auch wenn es unwahrscheinlich ist. Instant, wieder instant. Wo sind wir? Wir sind in Indien. Wir haben jetzt nur einen einzigen. Und es ist ein Satellitenkeller. Ja. Dann. Aggressive, dann werden wir auch häufiger getroffen. Aber ich glaube, unsere Waffen schießen schneller als die. Mach aggressive. Warum? Nein, was? Enter. Geh. Dispatch. Okay. Sehr aufdringlich, die Leute. Enemy is padlocked. Bubble-Modus oder fliehen. Ja. Track hätte auch nichts gelöst, gelohnt, weil ich hätte ihn eigentlich schon längst wegziehen müssen. Ich hoffe, dass der Schaden jetzt gereicht hat. Ich würde ungern noch jemanden verlieren. Ne, kann nichts machen. Okay, scan. Und Glück gehabt. Echt Glück gehabt. So, neue Soldaten sind da. Und ihr wollt Laserwaffen haben? Nee. Aber ich kann nochmal ganz kurz jetzt hier in Situation rumgucken und schauen, was für andere Anforderungen wir noch haben von den anderen Ländern.